Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem etwas außergewöhnlicheren Video unserer Reihe. Und zwar zu einem, ja, man könnte sagen Backstage-Video, in dem ich euch heute ein bisschen erklären möchte, wie unsere Produktionsweisen denn so aussehen und einfach so ein bisschen Einblick in die Erstellung von Lehrvideos geben möchte. Dazu möchte ich euch zuallererst einen Querschnitt durch unterschiedliche Arten von Lehrvideos geben und danach eine Art von Lehrvideo ein bisschen genauer erklären. Der erste Typ wäre sogenannte Screencasts. Das ist, wenn man den Bildschirm eines Computers mitfilmt. Das eignet sich besonders gut dafür, wenn man bestimmte Programme oder Arbeitsabläufe erklären möchte. Man kann aber auch eine PowerPoint-Präsentation erstellen und die abfilmen. Als zweites gibt es sogenannte Talking Head Videos. Das ist die Art von Videos, die ich hier gerade mache. Eine Person erzählt in die Kamera. Man kann, wenn man möchte, den Hintergrund einfarbig gestalten, um dann Textbausteine zum Beispiel noch einzublenden. Bei Animationsvideos werden Grafiken und Schriften vom Computer animiert. Das ist eigentlich eine komplexere Form des Videos. Allerdings gibt es mittlerweile auch zahlreiche Computerprogramme im Internet, die diese Animation kostenfrei übernehmen. Zu guter Letzt Legevideos. Legevideos sind Videos, bei denen man Textbausteine hin und her schiebt und diese dabei real filmt. Das ist gar nicht kompliziert und wie ich das gemacht habe, das zeige ich euch jetzt. Zuerst habe ich ein Skript von dem gesprochenen Text erstellt. Dieser Text sollte etwas kürzer als die geplante Zeit des gesamten Videos sein, damit man Pausen für den Schnitt einkalkuliert. Danach habe ich mir überlegt, wie viele Blätter das Video braucht, damit es einen guten Rhythmus hat. Denn die Blätter sollten nicht zu schnell, aber auch nicht zu langsam gewechselt werden. Für einen 3-minütigen Clip habe ich mich für 10 Blätter entschieden. Im nächsten Schritt habe ich mir auf kleinen Zetteln überlegt, wie man den gesprochenen Text mit passenden Symbolen und Schlüsselwörtern visualisieren könnte. Dann habe ich die kleinen Entwürfe auf die Originalzettel übertragen und koloriert. Als letzten Schritt der Vorbereitung habe ich den Text als Sound aufgezeichnet. Für das Drehen selbst sollte man sich einen passenden Untergrund aussuchen, der gut ausgeleuchtet ist. Außerdem sollte man die Kamera so installieren können, dass sie einen senkrechten Blick auf die Papierentwürfe hat. Ich habe mich für meinen Küchentisch entschieden und die Kamera auf einer Empore installiert. Danach habe ich die Bewegungsabläufe einstudiert und ein paar Probeaufnahmen gemacht. Wichtig ist, die Objekte außerhalb des Bildes gut zu sortieren, damit man diese zügig greifen und ins Bild schieben kann. Dann ging es an den eigentlichen Dreh. Synchron zu meinem gesprochenen Text, den ich zuvor ja bereits aufgenommen hatte und nun abspielte, legte und schob ich die Zettel nun vor laufender Kamera hin und her. Außerdem hilft es, das Gefilmte zwischendurch öfter zu neutralisieren. Das heißt, die Hände komplett aus dem Bild zu nehmen, damit man an diesen Stellen später die Möglichkeit hat, den Clip zu schneiden. Hat die Filmaufnahme geklappt, kann man nun im Schnittprogramm das Video mit dem gesprochenen Text zusammenfügen und das Tempo an manchen Stellen noch etwas nachkorrigieren. Ja, das war unser kleines Erklärvideo über Erklärvideos. Wir hoffen, es hat euch gefallen und wünschen viel Spaß beim Ausprobieren.